Die Krabbe, die ich hier in den Händen halte, ist eine Purple Shore Crab. Wenn man das ins Deutsche übersetzt, wäre das eine lila Strandkrabbe. Diese Krabbe findet man häufig in der Gezeitenzone hier in Westkanada auf Vancouver Island, wo wir uns gerade befinden. Und sie kann 4 bis 6 cm groß werden. Und wie man unschwer erkennen kann, ist dieses Exemplar ein ziemlich großes. Ich setze es mal zurück. Diese Krabbe ist hier auch nochmal. Hier sieht man nur die Haut oder die Kruste von ihr. Sie hat einen lila gefärbten Carapax, von dem der Name kommt. Dann hat sie weiße Scheren mit lila Punkten. Dann kann man gut ein weiteres Merkmal dieser Krabbe erklären, dass die weiße Fußenden hat. Und an dem lebenden Exemplar kann man sogar noch besser erkennen, dass sie an den Gelenken und im Mundbereich hier vorne grün gefärbt ist. Diese Krabbe ist sehr verbreitet hier in dieser Region. Und sie frisst Grünalgen und Kleinstlebewesen aus dem Meer, die auf den Boden fallen.